So, es geht jetzt darum, die Summenregel zu motivieren. Ja, dazu betrachten wir zunächst die Funktion f von x gleich x hoch 3 plus x Quadrat, deren Ableitung wir nicht kennen, aber die Ableitung der einzelnen Summanden kennen wir. X hoch 3 abgeleitet ist, dritte Reihe bitte. 3x hoch 2. X Quadrat abgeleitet ist, ja bitte. 2x hoch 1 ist 3. Jawohl. So, und jetzt rechnen wir von der Funktion die Ableitung, und zwar ausführlich mit dem Limes. H gegen 0 von, was steht jetzt da im Zähler? Ja, bitte. Klammer auf, x plus h hoch 3 plus x plus x hoch 3 plus x hoch 2. Nein. Plus. Jetzt auch noch plus x hoch h plus hoch 2. So ist es. Das heißt, für das und für das x wird das h eingesetzt. So, weiter. Und jetzt dann minus x hoch 3 plus. Und da habe ich immer eine Klammer geschrieben. So sieht der Limes aus. Das heißt, wir berechnen das jetzt, ja, und da können wir dann kräftig ausmultiplizieren. Was ist x plus h hoch 3? X plus h hoch 3. Das ist Niveauklasse 8, gell? Ja, bitte. Das ist die binomische Formel. Ja. Das ist die binomische Formel. Hoch für hoch 3. Da ist es dann x hoch 3 plus 3 x hoch 2 h. Plus 3xh hoch 2 plus so. 3. Wo haben wir diese zwei Dreien her? Wo haben wir diese zwei Dreien her? Diese und diese. Wo haben wir die her? Das sollte man wissen. Letzte Reihe bitte. Jawohl. Also nicht vergessen. Die sind aus dem Pascalschen Dreieck, die Zahlen 3, eigentlich die 1 und diese 1 hier davor auch noch. Pascalsches Dreieck, wir erinnern uns, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 3, 3, 1. Da kommen diese Zahlen her. Die nächste, das ist jetzt aber unteres Niveau hier, bitte, ja? X Quadrat plus 2xh plus h Quadrat. So, und da haben wir dann, ich filme gerade, ich sag's einfach nicht. Sorry. So, da habe ich dann hier die 2 und die 2, die haben wir hier. Und dann müssen wir noch die Klammer auflösen, minus x hoch 3 minus x Quadrat. So, dann beschleunige ich mal fix und dann kürze ich die x hoch 3 gegen die x hoch 3 weg, die x Quadrat gegen die x Quadrat und es bleibt dieser Ausdruck im Zähler übrig. Was können wir da im Zähler machen? Was kann man am Zähler machen? Ja, bitte. Das ist wie beim Algorithmus angekündigt. H mal 3x² plus 3hx plus h². Das ist dieser Teil. Habe ich falsch? Nein. In der Folge kommt das ein Auslauer, weil das ja kürzer ist. Plus 2x plus h, jawohl. Durch h. Jetzt kommt nach Algorithmus der nächste Schritt. Ja, bitte. Ja, man kann die h kürzen. Und jetzt kann man für h gleich 0 einsetzen. So ist es. Das heißt, wir haben nur noch das hier übrig. Das heißt, wir können jetzt ist gleich schreiben. Für alle h schreiben wir jetzt 0. X plus 0 Quadrat plus 2x plus 0. So, und da erhalten wir dann 3x Quadrat plus 2x. So, was fällt uns auf bei dieser Ableitung? Ja, bitte? Ja, dass jetzt dieses f von 1 plus f von 2 gleich f von x ist. Ja, man hätte das also besser abgeleitet. So ist es, ja. Völlig richtig. Das heißt, wir sehen, die Ableitung der Summe ist die Summe der Einzelableitungen. Das heißt, wir hätten auch hergeben können, den ableiten und am Ende das Plus wieder schreiben. Gibt es da Fragen dazu?